uns gewesen ist und heute, glaube ich, zum zweiten Mal. Es ist Jonas Leichert. Tag auch. Ich fand das vorhin mit der Stille ganz interessant. So soll es ja eigentlich sein in der Vorweihnachtszeit. Heute geht man eher so am 24. zum Mediamarkt und kauft dem 6-jährigen Sohn eine PS4. Naja, ich finde schon, dass es feste Bräuche geben sollte. Mein Brauch ist mit der ganzen Familie bei meiner Oma Weihnachten feiern und Toast Hawaii essen, Adresse ganz. Naja, es werden dann auch von Jahr zu Jahr weniger Verwandte und wer schon mal mit Verwandten Weihnachten gefeiert hat, weiß, das ist kein Zufall. Naja. Ich habe jetzt auch einen Weihnachtstext geschrieben, weil man kann den ja nur in der Vorweihnachtszeit loswerden. Der heißt So klein mit Licht. Wacholder, Cyrano, Parma, Praga oder Pater Negra. Klassisch vom Schwein, vom Lachs, vom Rind oder gar vom Rindeskind. Es gäbe auch noch Wild. Und Nuss und vom Knochen, auch immer gern genommen. Schwarzwälder, Bresaola oder, denn es stehen ja wieder die Feiertage ins Haus und da kann ich nur empfehlen, mal was Außergewöhnliches zu kredenzen. Kernrauch, Iberico, Jambon Persier, Virginia Ham und diese Woche günstig und doch eine Spezialität, Honey Baked Dry Gammon. Sie schauen mir recht verwirrt. Sehen Sie es einfacher. Er kann eben gekocht, luftgetrocknet oder geräuchert sein. Und lassen Sie sich von einem Kenner gesagt sein, es ist nicht immer Schwein das Feinste. Mit einem schönen Reh, Hirsch oder Elch machen Sie nie etwas falsch. Und wenn Sie doch traditionell bleiben wollen, dann greifen Sie zum guten alten Stück Ardenner. Klassisch mit Thymian oder Wacholder geräuchert, da können Sie gar nicht daneben liegen. Das schmeckt der ganzen Familie und hat doch die gewisse Note Weihnacht. Ja, wenn ich darüber nachdenke, kann ich Ihnen nur zum Ardenner raten. Nehmen Sie den. Ja, sage ich in einem Tonfall, der hoffentlich den Bemühungen des Rewe-Fachmitarbeiters an der Fleischtheke angemessen ist. Aber auf unserem Toaster weiß der Schinken immer rund. Und der hat da auch nicht so viel Weiß außen. Wissen Sie, was ich meine? Ich blicke den Mann entschuldigend an. Er scheint den Tränen nahe, empfiehlt mir aber noch den vegetarischen Schinkenspicker der Rügenwalder Mühle. Offenbar bin ich es nicht wert, überhaupt ein Tier zu essen. Mit einem Päckchen Ja-Schinken in der einen und meiner 8-jährigen Cousine an der anderen Hand nähere ich mich der schier endlosen Auswahl von Raclette-Käse, Hüttenkäse, Handkäse mit Musik, wem auch immer das schmecken mag. Grünländer, Edammer, Leerdammer, Maßdammer und wie sie alle heißen. Als wir die Dosen-Ananas kaufen, erklingt das Motto des Marktes aus den viel zu vielen, viel zu lauten Lautsprechern. Rewe. Besser leben. Jetzt neu. Die Rewe News. Kompakt, schnell, aktuell. Die Opferzahl der Anschläge in Afghanistan steigt weiter. 2 Deutsche unter den Toten. Pamela Anderson blamiert sich beim Treffen in Russland. Und tausende Flüchtlinge an der bayerischen Grenze. AfD-Politiker bezeichnet die Reaktion der Bundesregierung spöttisch als zynisch und grotesk. Dann geht's auch schon weiter mit den üblichen Sonderangeboten der Woche. Die Oma am Kühlregal hat sich auch schon beschwert. Was ist zynisch und grotesk? Fragt meine Cousine völlig unerwartet. Du meinst zynisch und grotesk? Frage ich zurück. Ja, genau, was ist das? Ich überlege, wie ich einer 8-Jährigen solche Worte erklären könnte, ohne dass ein Teil meiner Antworten sie verunsichern würde. Schau, sage ich, am Ausgang mit den Star Wars Sammelkarten in der Hand fällt es mir nämlich endlich ein. Schau mal, der riesige Weihnachtsmann mit dem Coca-Cola-Logo auf der Brust, der ist nur hässlich. Aber mit dem Malteser zusammen, der daneben steht und versucht, dich für Nächstenliebe und Mitleid anzuwerben, ja, damit wird das Ganze ziemlich grotesk. Ich habe sie scheinbar ins Grübeln gebracht. Jedenfalls versteht der Malteser bestimmt nicht, warum eine 8-Jährige zu ihm geht und ihm klarmacht, er sei grotesk.
Er schenkt dir trotzdem ein Gummibärchen. Naja, wieder bei unserer Oma angekommen, treffen wir auf friedvolle, weihnachtliche Stimmung. Mein Onkel beschwert sich, dass wir den billigen Schinken mitgebracht haben. Ihr hättet ja ruhig mal was Edleres holen können, sagt er. Adenna oder so. Naja. Meine Mutter beschwert sich über den teuren Käse, meine Oma über die Dosenananas und meine Cousine über das doppelte Sammelbildchen von Darth Vader. Mein Vater diskutiert mit dem Rest der Verwandtschaft über das Wetter oder irgendwas in die Richtung Relevantes. Mein Bruder kommt ins Zimmer gestürmt. Scheinbar hat er den iPod seiner Freundin bei ihr im Badezimmer vergessen, ja, bestreitet das aber vehement. Und wenn er da dann doch ist, keift sie, wenn er da dann doch ist, dann bist du wieder so klein mit Licht. Meinst du jetzt klein mit Hut oder kleines Licht? Kann ich mir nicht verkneifen. Boah, fuck du mich nicht auch noch ab. Wir müssen deswegen jetzt wieder den ganzen verfickten Abend Andrea Berg hören. Naja, hat sie recht. Ich seufze. Ich gehe zum Fenster und winke meine Cousine zu mir her. Ich beug mich zu ihr runter und zeige aus dem Fenster. Man schaut von hier aus auf den schneebedeckten Gehsteig vor dem Mehrfamilienhaus. Da liegt ein Bettler. Er hat sich eine einzelne Kerze angezündet und kuschelt sich mit einem ziemlich mager aussehenden Hund in einen Schlafsack. Schau mal, dass der da draußen liegen muss und wir hier drinnen über Schinken streiten, sage ich, das ist zynisch. Dass er dabei vielleicht tatsächlich glücklicher ist als wir, das ist ein Armutszeugnis. Frohes Fest! Was ist zynisch und grotesk? Fragt meine Cousine völlig unerwartet. Du meinst zynisch und grotesk? Frage ich zurück. Ja, genau, was ist das? Ich überlege, wie ich einer Achtjährigen solche Worte erklären könnte, ohne dass ein Teil meiner Antworten sie verunsichern würde. Schau, sage ich, am Ausgang mit den Star Wars Sammelkarten in der Hand fällt es mir nämlich endlich ein. Schau mal, der riesige Weihnachtsmann mit dem Coca-Cola-Logo auf der Brust, der ist nur hässlich. Aber mit dem Malteser zusammen, der daneben steht und versucht...